Hallo Leute, ciao von Undraunga vom Hotelzimmer heute, weil ich nicht zu Hause bin, sondern in Australien, und zwar Melbourne. Ich wurde hier eingeladen zu einer Konferenz und es ist ganz interessant, weil ich hier auch einige sehr interessante Leute treffen kann. Und diese Leute sind Traders oder Leute, die im institutionellen Bereich arbeiten, beziehungsweise Prop Trading und Hedge Funds. Was interessant war, ich habe mit den Leuten heute und noch gestern ein bisschen gesprochen, ist, dass keiner schätzt eine Strategie von der Performance selbst. Wie viel die Strategie verdient, interessiert wohl, aber es ist nicht der Startpunkt. Der Startpunkt ist immer dieses Risk-Adjusted Reward. Das heißt, wie viel die verdient, verglichen zu der Volatilität der Strategie. Volatilität bedeutet, wie viel, in welchem Bereich, in welchem Prozentsatz, also was man meinte, die Strategie sich in einer bestimmten Zeit sich bewegt. Das heißt zum Beispiel, in einem Jahr kann diese Strategie zu meinem Account, zu meiner Equity, Bewegungen im Bereich von 10% bringen. Okay? Dann, die Strategie verdient im Schnitt 15%, also 15 durch 10, das ist, was die Leute kontrollieren. Falls das zu klein ist, dann machen sie das einfach nicht mehr. Es ist egal, ob die Strategie vielleicht auch sehr viel verdient, aber erst Risiko. Immer erst Risiko. Und das ist so wichtig, weil ich meine, wo wir die Retail-Traders sind, wir denken immer, wie viel verdient man und selten denkt man, aber wie viel tanzt man oder wie viel kann man sogar noch verlieren? Das ist im Prinzip nicht unser erster Gedanke und das ist falsch. Das ist falsch, weil man ist wohl happy, wenn man Geld verdient, aber glaubt mir, man hat sehr wichtige Bauchschmerzen, wenn etwas nicht richtig läuft. Und wenn man Bauchschmerzen hat, dann macht man auch meistens Mist. Das muss man vermeiden und ich empfehle an alle auch immer, ab morgen vom Risiko zu starten, etwas zu schätzen. Ich mache das irgendwie schon, weil alle meine Strategien werden durch Position Sizing dann bearbeitet, sodass jede Strategie mit einer bestimmten Anzahl von Kontrakten arbeitet. Und mein Ziel ist, im Laufe des Jahres die Schwankungen von der Equity Line so niedrig wie möglich zu halten. Leider klappt das nicht immer und das ist auch klar, es wäre sonst zu schön, aber mein Ziel ist schon in der richtigen Richtung. Was nutzen sonst die Leute hier in Australien meist? Diese Leute im institutionellen Bereich, die arbeiten fast alle mit Python und das nutzen sie auch fürs Backtesting. Einfach ist es nicht, da muss man diese Sprache kennenlernen und die Software auch nutzen können. Also generell ist das nicht in meiner Meinung für kleine Traders. Die Retail-Traders, also die nicht im institutionellen Bereich arbeiten, sondern die Leute, die wie uns sich Tag nach Tag mit den normalen Märkten beschäftigen, die nutzen meistens MetaTrader auf einer Seite, und das ist ja schon, und da arbeiten die mit Forex, und AmiBroker. AmiBroker ist eine sehr gute Plattform, aber die ist nicht einfach zu nutzen. Ich nutze die auch, aber ich kann sagen, die ist sehr kompliziert zu verstehen und auch zu programmieren. Die schlechte Nachricht, ich habe mit einer von diesen zurück zu den institutionellen jetzt gestern gesprochen und jemand hat mich gefragt in einem von den vorherigen Videos, Zorro Plattform. Ich hatte vom Retail-Bereich gute Meinungen. Leider hat dieser Mann, der sicher Ahnung hat mit Computer, Software und Trading, hat gesagt, dass Zorro zu viele Bugs hat. Buggy Software, hat er gesagt. Also, das ist seine Meinung. Ich kenne, wie gesagt, Zorro nicht selbst, aber da er das gesagt hat, bin ich sicher in dem Fall vorsichtiger als vorher, da die Bugs immer Probleme bringen, wenn man etwas entwickeln will. Leute, das war's, was die Australier nutzen. Die handeln US-Märkte und australische Märkte. DAX gefällt den Leuten nicht besonders. Also keiner kennt DAX. Das ist die traurige Wahrheit, aber uns ist das egal.
Die wichtige Nachricht ist Risiko. Risiko erst begrenzen. Risiko, Risiko, Risiko. Das war's. Habe ich mit Risiko angefangen? Nicht unbedingt. Das können Sie in dem E-Book lesen. Erfolgreich traden, so geht. Das können Sie gratis bei der trainingweltmeister.de Seite runterladen. Und falls Sie das noch nicht gemacht haben, abonnieren Sie meinen Kanal. Dass, sobald ich zurück nach Italien kehre, werde ich neue Videos dann drehen und Sie werden daher sofort informiert. Ciao von der Unge, ciao aus dem Sommer, aber es ist ein bisschen kalt hier in Melbourne. Bis nächstes Mal wieder zurück in Europa. Ciao.